Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Basisfahrt, eine Runde um die Mini-Welt. America 21, Nachrichten und Analysen aus Lateinamerika, hat eine Meldung zu Thema Autismus ins Internet gerotzt, weil ich mir sowas wie hier leider tun kann, sicherlich will mit rein. Links zum Artikel gibt es selbstverständlich in die Videobeschreibung, also einen Link zu meinem zweiten Kanal, falls der gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort aber raushauen würdet. Als auch den Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr meine Comics darüber geben könnt. Als auch den Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: In Venezuela erstes Kino für autistische Menschen und Menschen mit Down-Syndrom eröffnet. Ja. Und der Titel ist übrigens umgeändert worden, ne? Also alles, was autistenunfreundlich klingt, wird einfach umgeändert. Punkt. Fang mich lang drum rum. Los geht's. Caracas. In der venezolanischen Hauptstadt gibt es nun das erste Kino, das für autistische Menschen und Menschen mit Down-Syndrom geeignet ist. Diese Initiative wurde von der Kinokette Cinex in Zusammenarbeit mit mehr als 15 Spezialistenstiftungen zur weiteren Inklusion von Menschen mit diesen Einschränkungen entwickelt. Fun Fact: Autismus ist keine Einschränkung, sondern eine Bereicherung. Und Cinex ist dort eine Kinokette und für autistische Menschen und Menschen mit Down-Syndrom gibt es halt Cinex Plus. Und das Plus steht ja halt für Inklusion, ne? Wie man hier natürlich sehen kann, ne? Und wenn wir das Foto angucken, ja, ein stuckliges kleines Kino mit schönen Sitzen. Da kann man sich doch gleich wohlfühlen, Leute. Oder etwa nicht? Zu schade, dass Kinos vom Aussterben bedroht sind. Ich meine, eigentlich ist das mit dem Aussterben des Kinos sowieso irgendwie fehl am Platze, denn Autokinos haben doch auch ihren Comeback gefeiert. Weiter geht's. Die Vorbereitung begann Anfang 2020, bis jetzt ein geeigneter Raum geschaffen worden ist. Facheinrichtungen und Betroffene wurden in die Beratung einbezogen. Die Merkmale des Kinos weisen eine Reihe von Bedingungen auf, die das Wohlbefinden von autistischen Menschen und Down-Syndrom erhalten sollen. Oder wie es richtig heißen sollte. Die Merkmale des Kinos weisen eine Reihe von Bedingungen auf, die das Wohlbefinden von autistischen Menschen und Menschen mit Down-Syndrom erhalten sollen. Weiter geht's. Dazu gehören gedämpftes Licht, mäßige Lautstärke und, um eine Überreizung zu vermeiden, warme Farben im Raum als zusätzlicher Raum zur Selbstregulierung bei gesundheitlichen Krisen. Fun Fact: Wir Autistinnen haben keine gesundheitlichen Krisen. Und wenn, dann hat es gar nichts mit Autismus zu tun. Im Gegenteil. Denn da geht es zum Thema Fieber oder wir haben halt Schmerzen im Körper. Das hat auch nichts mit Autismus zu tun. Oder auch nichts mit Down-Syndrom. Weiter geht's. Piktogramme zur Orientierung in allen Bereichen, eine geeignete Gastronomie und geschultes Personal sind weitere Aspekte des Kinos, das im Einkaufszentrum Toulon im Osten von Caracas zur Verfügung stehen wird. Die Filme werden von Fachleuten begutachtet. Ja, Hauptsache, es sind Fachleute dabei, die zum Thema Autismus und Down-Syndrom geschult sind, ne? Weiter geht's. In Venezuela ist die Diskriminierung oder Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung gesetzlich verboten. Gesetzlich verboten? Ja. Endlich mal ein Satz, der es auf den Punkt bringt. Weiter geht's. Es ist üblich, diese Gruppen vorrangig zu berücksichtigen und sie von einem Teil der Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen zu befreien. Von einem Teil der Eintrittsgelder? Lassen wir weiterkommen. Hoffentlich kann diese von Cinex vorgenommene Anpassung nicht nur in Kinos, sondern an jedem beliebigen Ort nachgeahmt werden.
erklärte die Präsidentin der Stiftung Asodeco, Sonja Rojas, und betonte das Bedürfnis dieser Teile der Bevölkerung, Erholungsorte zu finden. Also Erholungsorte wie zum Beispiel Saunas oder Schwimmbäder. Also diese Erholungseinrichtungen wurden wahrscheinlich auch gemeint, ne? Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, dass Diskriminierung oder Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen gesetzlich verboten ist in Venezuela, das ist halt etwas, das hört man auch zum ersten Mal, ne? Aber wo steht das im deutschen Gesetzbuch drin? Also bisher gab es da nichts, ne? Hoffen wir mal, dass nach dieser Reaction sich dieser Satz auch auf andere Länder dann jetzt auswirkt, dass die Diskriminierung oder Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung verboten werden sollte. Was meint ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also das Video zu liken, also das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einer weiteren Reaction wieder. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!